Die Hauptursachen für Morbus Crohn und ihre Behandlung. Hier ist Matthias von der Praxis Family. Ja, Morbus Crohn ist eine seltsame Erkrankung. Es ist eine Autoimmunerkrankung. In der Schulmedizin weiß man nicht ganz genau, wo es herkommt. Es ist dann irgendwann einfach da. Das heißt dann unter Umständen genetische Disposition und es wird dann behandelt, indem man das Immunsystem versucht zu unterdrücken. Das, was passiert bei Morbus Crohn, ist eine Entzündung im Darm bzw. im Verdauungstrakt. Generell sind die häufigsten Vorfälle im Dünndarm und zwar am Ende vom Dünndarm. Das ist der Bereich kurz bevor der Dünndarm in den Dickdarm übergeht. Dort finden in der Regel meistens die Entzündungen statt, aber es kann sich theoretisch überall im Darm befinden, also auch im Dickdarm, auch im restlichen Dünndarm, tatsächlich im Magen, in der Speiseröhre. Ja, es kann überall sein, diese Entzündung durch das Morbus Crohn, also durch diese Autoimmunreaktion. Was ist da los? Das Immunsystem reagiert zu stark, zu heftig. Das Immunsystem der Schleimhäute reagiert zu heftig und es kommt zu chronischen Entzündungen, Krämpfen, Durchfällen und das teilweise 20, 30 Mal am Tag. Das ist natürlich ein absolutes Märtyrium. In der Regel verläuft es in Schüben. Es gibt dann diese Morbus Crohn-Schübe und dann gibt es eben wieder Phasen, wo das Ganze ruhiger wird, das System. Und die große, große Frage ist, wie bekommt man das in den Griff? Haben wir es schon geschafft? Ja, tatsächlich haben wir in der Praxis oft damit zu tun und haben es auch schon gut in den Griff gekriegt. Aber es erfordert natürlich immer ein bisschen hinschauen, woran liegt es, was sind die Ursachen. Mögliche Ursachen für Morbus Crohn. Erstens sind, ja, das Problem ist, muss man verstehen, irgendwas schädigt die Darmwand, die Darmbakterien, schwächt die guten Darmbakterien und sorgt dafür, dass sie weniger werden und dass die ganzen Schutzsysteme des Darms nicht mehr richtig funktionieren. Was kann das sein? Naja, wir fangen mal vorsichtig an. Das Erste, was sein kann, sind Schwermetalle, Leichtmetalle und Lebensmittel, also Gifte aus der Landwirtschaft, aus den Lebensmitteln, allen voran das Glyphosat. Die sorgen dafür, dass das komplette Mikrobiom ständig unter Stress ist und teilweise dann Risse entstehen können, bestimmte Populationen an Darmbakterien einfach nicht mehr da sind und der Darm nicht mehr den Schutz erfährt, den er braucht. Ja, das hat damit auch zu tun, dass es zum Beispiel nicht mehr diese Schleimbildung gibt, so wie wir sie brauchen. Selbstverständlich fällt uns da ein bei Darmbakterien Antibiotika. Antibiotika können auch dazu führen, dass die Darmwände komplett geschwächt werden. Und wenn dann die Schwermetalle dazukommen, dann wird es halt noch kritischer, noch problematischer. Dann ist es so, dass es ein großes Arsenal gibt an Lebensmittelunverträglichkeiten, die wir oft gar nicht mitbekommen. Die oft so laufen, dass wir jetzt nicht wegen dem Lebensmittel direkt ein Symptom haben, sondern es entsteht so eine Art stille Entzündung im Darm durch bestimmte Lebensmittel, allem voran Gluten, Milchprodukte und bestimmte Arten von Gemüse, die einfach diese sogenannten Lektine beinhalten. Das sind Schutzstoffe, mit denen sich die Pflanzen vor Fressschädlingen schützen, die aber eben auch die Schleimhäute und die Darmbakterien in uns angreifen können. Ab einer gewissen Menge wird es halt kritisch. Meistens vertragen die meisten von uns eine bestimmte Menge davon gut, aber ab einer bestimmten Menge wird es kritisch. Und da sind vor allen Dingen zu nennen die Nachtschattengewächse, die Hülsenfrüchte, bestimmte Nussarten wie jetzt die Erdnuss oder Cashew zum Beispiel, aber auch Mais und eben das Getreide an sich ist ein Riesenproblem. Das muss man im Zweifelsfall entweder im Rahmen einer kompletten Eliminationsernährung weglassen und gucken, ob es einem besser geht oder ganz gezielt austesten mit dem Dr. Mama System. Dort zeigen wir genau, wie das geht. Dort nennen wir auch die ganzen Dinge, die Strategien, was zu tun ist. Das heißt, da kann man sich super mit helfen und kriegt es damit auch gut in den Griff. Aber im Hinterkopf haben, Ernährung spielt eine riesen Rolle. Wir haben Patienten auch schon gehabt, bei denen das Fleisch eine Rolle gespielt hat. Fleisch, Fisch, Eier, also die tierischen Lebensmittel. Wir empfehlen grundsätzlich sowieso die pflanzliche Ernährung, weil tierische Lebensmittel einfach ganz viele andere negative Faktoren noch auslösen im Körper. Aber eben da auch hat es schon geholfen, das einfach wegzulassen und plötzlich ging es den Patienten besser. Und ja, was kann man noch machen? Es ist entscheidend auch zu wissen, dass es eine sogenannte ungelöste seelische Themen geben kann. Der Darm ist ja so ein riesengroßes Organ mit einer riesen Vernetzung, mit einer nervalen starken Vernetzung. Es gibt mehr Nerven, mehr Neuronen im Bauchraum als im Gehirn.
Also das ist ein Riesenphänomen und ungelöste seelische Themen können sich auf den Darm niederschlagen, beziehungsweise auf die Nerven und den Vagusnerv und können dazu führen, dass der Darm nicht mehr richtig versorgt wird. Und das heißt, dass es über die lange Schiene, also über mehrere Monate oder Jahre hinweg, dann eben auch zu Störungen kommen kann in der Entwicklung von Schleim, in der Entwicklung von dem Immunsystem im Darm. Und dann können diese Autoimmunprozesse entstehen. Was ganz entscheidend ist, ist, wenn das passiert, auch daran zu denken, dass es eine chronische Fehlbesiedelung im Darm geben kann mit Parasiten, mit Bakterien, mit Pilzen. Auch die können bei dem Spiel ihr Ganzes dazu beitun. Die kommen häufig, wenn die anderen Punkte schon da sind. Das heißt, wenn der Darm schon geschwächt ist, wenn es schon vergiftet ist, dann kann es gut sein, dass sich diese Entitäten, diese Mikroben ansiedeln und aber eben auch dazu führen, dass das Immunsystem des Darms verrückt spielt. Und all diese Faktoren gemeinsam zu betrachten, sorgt dafür, dass wir dann es schaffen können, jemanden aus diesem chronischen autoimmunen Thema rauszuholen. Das ist klasse. Und das solltet ihr auf jeden Fall im Hinterkopf haben. Es ist wichtig, daran zu arbeiten. Die Schulmedizin arbeitet in erster Linie immunsuppressiv. Das heißt, das Immunsystem wird unterdrückt mit bestimmten Stoffen. Man kann das auch versuchen, alternativmedizinisch zu machen. Zumindest im akuten Zustand kann man mit bestimmten Stoffen arbeiten, wie Kurkuma oder Weihrauch. Oder anderen Dingen, das ist möglich, aber es ist wesentlich sinnvoller, die Ursachen zu bearbeiten und zu behandeln. Es gibt eine Möglichkeit im akuten Schub, die man schulmedizinisch gut machen kann. Man braucht das Medikament, man braucht nur sehr, sehr wenig. Das ist Naltrexon und es gibt diese sogenannte LDN-Therapie, Low-Dose-Naltrexon-Therapie. Naltrexon bedient die Opiatrezeptoren. Und wenn man das in einer niedrigen Dosierung macht, gibt es so ein Phänomen, dass durch das Antriggern der Opiatrezeptoren Entzündungen zurückgehen und Schmerzen zurückgehen. Und das ist eine super Möglichkeit, um im akuten Zustand zu helfen, aber es ist keine Ursachenbehandlung. Okay, wenn ihr mehr dazu wissen wollt oder wenn ihr wissen wollt, wie ihr euch tatsächlich helfen könnt, dann macht es wirklich Sinn, das Dr. Mama-System zu lernen. Wir verlinken unten, wo ihr das kriegen könnt. Schaut auch in unserer Akademie vorbei, die Praxis Family Akademie, da könnt ihr ganz viel noch mitkriegen und lernen. Und wenn ihr Lust habt, noch mehr von uns zu wissen, kriegt ihr bei Instagram ganz viele Insights unter die Praxis Family. Ja, gebt uns einen Daumen hoch, abonniert unseren Kanal. Liebe Grüße, ciao, der Matthias.